Aha, damit krieg ich die direkt hergeschossen, die Edelsteine. Sonst hätte ich mich nämlich schon eben gefragt, wie ich da hinkommen soll. Ist der jetzt hier schon eingesammelt? Sieht so aus. Komm her. Zack. Das war eine schöne Aufgabe, muss ich sagen. Das gefällt mir. So, da ist noch einer. Achso, da. Der geht auch noch hin und her. Unglaublich. So, das haben wir auch gemacht. Diese Totips hier immer schön frühstücken. Genau, wieder neue Steine. Schön. Ja, also Bentley ist cool. Doch. Und was hast du jetzt? Noch ein Gong. Super. Ich bin sicher, mit dem hier können wir eine Lawine auslösen. Ja, toll. Lawinen auslösen ist ja auch richtig klasse. Okay. Das war mal simpel. Ach, da geht die Kiste wahrscheinlich da kaputt. Nee. Ach so, dann ist auf einmal ein Weg da. Ah ja. So, mal auf. Und was ist mit dir da oben? Schmeißt du auch hier hin? Nee, der schmeißt in eine andere Richtung. Der schmeißt gar nicht zu mir. Nee, der schmeißt da rein. Okay. Ja, dann gehen wir mal hier reingucken. Falscher Knopf. So, weil wir müssen irgendwie noch in die eine Stelle kommen. Oh, hi. Das habe ich nicht mal gemerkt, dass da ein Gegner war. So, achso, muss ich hoch? Das ist eine Stufe. Hi. Ah, jetzt bin ich an der Stelle, ne? Ja, genau. So, jetzt bin ich nämlich hier. Okay, dann haben wir den schon mal gefunden, den Geheimgang. Ich kann auch nicht schneller laufen oder so, wie es aussieht. Oder kann ich mit den Schultertasten was machen? Nee. Also das ist meine einzige Geschwindigkeit, was aber auch nicht schlimm ist. Dafür sind wir halt kräftig und mächtig. Oder mächtig-kräftig. Komm mal ein bisschen dagegen. Vielleicht bringt das ja noch mal irgendwas. Ich gebe die Hoffnung ja nicht auf. Okay. Was soll ich hier machen? Hallo, sprich mit mir. Ein verfluchter Rhinox hat den Weg mit dieser Kiste versperrt. Du müsstest sie doch leicht aus dem Weg schieben können. Wenn du das schon so sagst, kann ich das bestimmt. Ach so, einfach gegenlenken. Kann ich die ganz runterschieben? Es gibt einen Könnerpunkt dafür, wenn ich die Kiste runterschiebe. Ich glaub's ja nicht, okay? Charlie! Charlie Brown. Wieder mit der stylischen Brille und er kann den Moonwalk. Ich glaub's ja nicht. Hätten sie ihn doch lieber Michael nennen können. Hat doch besser gepasst. So. Dann kann ich gleich wieder eine Kiste hin und her schieben. Puh, wo krieg ich das erstes hin? Erstmal machen wir das hier kaputt. Zack, zack, zack. Ich weiß, da ist auch noch ein Gang. Den nehmen wir auch gleich noch mit. Aber ich möchte mal erstmal hier die Gegner, glaube ich, aus dem Weg räumen. Das ist, glaube ich, besser. So. Mit dem Baum auch kaputt hauen? Nee. Ach so, ich muss hier einfach die Brücke zusammenbauen, ne? Ja, sieht so aus. Okay. Dann fehlt aber noch ein dritter, ne? Also so weit kann er ja nicht springen, unser Bentley. Da liegt noch was. Ah, komm, wir nehmen mal die Höhlen unter der Lupe. Ich kann das aber nicht so, da einfach so liegen lassen. Hier müssen wir jetzt zu dem Seehund hinkommen, glaube ich, der da geschmissen hat, ne? Ja. Zack. Sehr schön, haben wir den auch erledigt. Ja, ist schon ganz klar, du musst doch die Treppe da hochgehen können. So, haben wir die auch alle. Ist da jetzt noch was, ist da was runtergefallen oder habe ich den eingesammelt? Habe ich anscheinend eingesammelt, okay. Dann gehen wir wieder zurück. Ja, schön. Also ich bin davon überzeugt, dass wir die 50% heute auf jeden Fall knacken. Wir haben, glaube ich, mit 43 oder 42% gestartet. Und, ja, wie gesagt, das geht ja momentan ganz gut voran. Also wirklich Angst machen mir noch die bevorstehenden Fluglevel. Weil ich glaube, das dritte und das vierte, die sind schon ein bisschen knackiger. Ich denke mal, die ersten beiden waren so ein bisschen zum Eingewöhnen und Kennenlernen. Und, das könnte doch schwierig werden. So, haben wir die auch alle? Jetzt ist die große Frage, wie komme ich denn, das schaffe ich ja so nicht, ne? Warte mal, ups. Das schafft er. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Man kann doch ein bisschen weiter springen als gedacht. So. Danke, Kumpel. Hier ist eine Kleinigkeit für deine Steinesammlung.
Okay. Dann bekomme ich ein Ei für die Steinesammlung. Eric! Auch so ein grünlicher wieder. Ja, ich sehe gar nicht, was er macht, weil er aus dem Bild hoppelt. Oh, wir haben alle drei Eier. Dann haben wir jetzt ja wahrscheinlich auch gleich alle Edelsteine. Das ging ja mal richtig fix. Das war ja mal ein richtig schnell erledigtes Level. Ich hoffe mal, dass wir jetzt alles haben. Wenn nicht, ist natürlich doof. Dann muss ich das ganze Level nochmal abklappern, aber ich bin mir nicht bewusst, was vergessen zu haben eigentlich. Und wir haben alle Edelsteine. Ja, sehr geil. Das hat ja richtig gut geklappt. Dann gehen wir doch mal raus aus dem Level. Und einen Könnerpunkt haben wir auch noch erhalten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Sehr, sehr geil. Ja, also es läuft gut momentan. Das freut mich. Das freut mich sogar sehr. Dann werden wir jetzt Abendsee versuchen zu komplettieren. Sofern wir da jetzt schon alles erreichen können. Ich weiß es ja natürlich nicht. So. Okay. Ups. Abtauchen bitte. Sehr schön. Ja, da oben gehen wir an die Oberfläche. Genau, da hinten haben wir angefangen, glaube ich. Oder, hier kann ich zum Beispiel noch hoch. Was gibt's denn da? Wollen wir mal hochgucken, ne? So. Ha. Ein Sparks-Level. Oh Gott. Nee, also, vielleicht ist Sparks-Level, das schon muss immer noch ein bisschen auf, würde ich sagen. Das können wir ja sowieso noch nicht, fällt mir gerade ein. Das geht ja immer erst, wenn wir den Boss besiegt haben, stimmt. So, aber vielleicht kann ich von hier aus irgendwo hinfliegen. Bestimmt, ich sehe schon was. Da kann ich doch bestimmt hin. Da kann ich doch ganz sicher hin. Aber hallo. Hannah Montana. Oder Hannah Sparrow. Die hat bei Prime Evil mitgespielt. Coole Serie eigentlich. Leider wurde die dann irgendwann abgesetzt. Aber mir hat sie sehr gut gefallen. Zumindest die ersten drei Staffeln. Die waren schon sehr cool. Danach wurde es ein bisschen komisch. Dann haben sie die Schauspieler, glaube ich, auch durchgetauscht und so. Das war schon ein bisschen komisch. So. Frösche. Aber es ist bisher ein sehr, sehr chilliges Level. Oder chillige Welt. Und gut, das mit Bentley war jetzt zum Einführen wahrscheinlich auch wieder ein bisschen einfacher. Oh, hier gibt es den Powerpunkt. Dieser Powerpunkt kann dich unbesiegbar machen. Allerdings nur für kurze Zeit. Verwende ihn, um an diesen Feuerspuckern vorbeizukommen. Du findest ein Ei, wenn du an ihnen vorbeikommst. Okay, Feuerspucker. Ah, okay, da muss ich... Ach, versuch mal... Ja, super. Das hat ja gut geklappt. Ja, das machen wir dann gleich nochmal. Oh, da haben wir noch was vergessen. Da war ich hier noch gar nicht. Oh, ich war hier schon, aber... Ist hier noch was hinter? Ne, dahinter ist nichts. Oder ich war da sogar schon hinter und hab das vergessen tatsächlich. Ja, wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Muss ich jetzt einfach wieder ganz rumschwimmen? Ja. Na gut, da war ich glaube ich auch schon. Boah. Ja, es ist ein bisschen irritierend. Wo ist was und so? Okay, da. Anscheinend komme ich von hier aus wieder nicht zurück. Ich muss wieder den anderen Weg nehmen. Nee, den Ring will ich nicht, tut mir leid. Den, da habe ich keinen Bock drauf. Aber, da war ich anscheinend auch noch nicht. Moment. Gucken wir doch mal hier. Ah, auch noch ein Level. Meine Güte. Ein ganz schön viele Level hier, ne? Kann das sein? Feuer, mit Feuerwerk, was gelesen? Das hört sich tatsächlich interessant an, ne? Aber Feuerwerk, es gibt natürlich auch wieder ein Silvester-Special dieses Jahr. Feuerwerkfabrik klingt natürlich sehr, sehr geil. Ich würde ja schon ganz gerne ein Level machen, ne? Ich will doch einmal probieren, das mit den Ei da zu machen, was sie mir dann vorgeschlagen haben. Okay. Einmal blitzen bitte. Gut. Muss ich da rennen oder fliegen? Ich bin zu doof, ne? Das ist doch mein Problem. Ich bin einfach zu doof. Okay, ich brauche einfach nur einmal um Pudding schwimmen, dann bin ich wieder hier. Das ist nicht so schlimm. Jetzt kommt da raus. Das will ich eben schaffen. Oh, Spyro. Hoch da. So. Ich glaube, ich muss einfach mal durchfliegen. Das ist einfacher. Was macht der denn? Irgendwie fliegt der nicht so wirklich. Oder muss ich durchrennen? Ich hab's noch nicht richtig
driften. Also durchfliegen will er nicht. Dann renne ich da jetzt durch. Obwohl das auch Quatsch ist, ne? Nee, das hat er... Da muss ich schon durchfliegen, oder? Ich probiere es noch ein, zwei Mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig mache. Wahrscheinlich eher nicht. Das hätte ich ja wahrscheinlich schon längst besser geschafft. Ich habe ein Leben bekommen. Also, irgendwie... Einmal noch. Also, ich werde ja nur rot, damit mich die Flammen nicht treffen können. Das habe ich schon richtig verstanden, denke ich. Ja, okay, ich muss ganz normal... Ja. Also, ich habe gedacht, dass ich irgendwie schneller bin oder so, bin ich aber gar nicht. Ich muss, glaube ich, einfach nur, wenn ich das dann habe, da ganz normal weiter handeln, wie ich sonst auch handle. Sprich, so. Ja, okay. Ja, okay, das ist gar nicht so schwer gewesen. Hallo, Ei. Stuart. Little. Habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nur, dass das eine kleine Maus ist. So, ja, kann ich von hier aus noch was? Nein! Kann ich vielleicht, aber... Ja, ich hätte da oben hingekonnt, ne? Ah, doch, da hätte ich hingekonnt. Scheiße. Ja, komm, das machen wir nochmal eben. Ich glaube, da hätte ich hingekonnt. Da wäre noch was gewesen. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das war jetzt ja nicht so schwer. Ja, da hinten ist so eine Leiter, wo ich hochgehen kann. Okay, wenn man es erst einmal weiß, dann geht's, ne? Ah, ich hab den Knopf nicht richtig zu fassen bekommen. Das schaffen wir aber. Dann, weil die Wahrscheinlichkeit ist dann ganz hoch, dass wir vielleicht schon die Hauptwelt abgeschlossen haben. Obwohl, ja, ich weiß noch nicht. Vielleicht. So. Hopp. Jawohl, ist mal hier. Und ein Leben gibt's. Sehr schön. Und den können wir auch kaputt machen. Nicht zu weit runterfallen, bitte. Danke. Nehmen wir alle mit. Was erwartet uns da oben? Vielleicht noch ein Level? Nee. Oder? Oh. Okay. So, mal sehen, ob wir jetzt alles haben. Wäre natürlich schön. Tatsächlich, wir haben alle. Ja, sehr geil. Dann, ich finde ja Feuerwerkfabrik sehr verlockend, ne? Ach, ich finde einige Levelnamen verlockend. Ted. Dieser komische Bär, den ich nie gesehen habe, den Film, weil ich den immer scheiße fand vom Trailer her. Gibt ja auch schon Ted 2, aber ich weiß nicht, das habe ich nie angesprochen. Keine Ahnung, wie es ist. Level geschafft, genau. Ja, komm, dann versuchen wir es mit der Feuerwerkfabrik. Was ist jetzt hier gewesen? Frostaltar, das ist wieder Eis. Ich möchte das ganz gerne mit der Feuerwerkfabrik machen. War das hier drin? Ja, das klingt cool. Das machen wir jetzt. Yay! Ja, cool, aber es freut mich, dass wir die Hauptwelt auch schon mal geschafft haben. Läuft doch. Geht gut voran. Das ist echt schön. Eintritt in Feuerwerkfabrik. Das wäre auch echt ein cooles Ding. Ich war mal in so einem, oder öfter schon mal im Lagerverkauf von so einem Pyrotechniker-Lager. Der hat, also kennen wir hier, der macht hier öfter mal so Feuerwerkshows dann. Der wohnt hier in der Nähe. Mit seinem Lager hat er dann hier auch öfter dann Silvester im Lagerverkauf und das ist ziemlich geil und ja, ich kann mich halt für sowas begeistern, wisst ihr ja. Upsala. Ach, das sind Ninjas tatsächlich, oder? Okay. Kann man die wegkicken? Oh, kann man. Ach, die kommen immer nach, kann das sein? Das war wieder sehr knapp im Abgrund. Ja, die kommen immer wieder neu. Kann ich die irgendwie abstellen? Ach, hi. Oh, hallo. Schön, dich wiederzusehen, Spyro. Ach. Diese böse Zauberin hat die Raketenpläne des Professors gestohlen. Und ich bin auf einer geheimen Mission, sie zu finden. Ich sollte Hänsel hier treffen, aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Vielleicht könntest du helfen. Ja, natürlich. Die kennen wir ja noch, Hänsel und Gretel aus Teil 2. Da hatten wir die doch... Aber da waren die doch in diesem... Arabien-Level oder so, ne? Irgendwie so ein bisschen... Das war so orientalisch angehaucht. Da war aber auch so eine Art... Ich glaube, das waren auch so eine Art Ninja-Kämpfer. Meine ich.
So, da ist noch eine Kanone. Die können wir wahrscheinlich auch noch gleich bedienen. Da war ich jetzt, da habe ich jetzt echt selbst gerade gedacht, ich war ein bisschen zu dicht am Abgrund. So, haben wir, ist hier noch was zum Runtergucken? Na, vorsichtig. Sieht erst einmal nicht so aus. Ja gut, versuchen wir mal die Kanone zu bedienen. Geht echt? Hätte jetzt fast gewettet, dass das geht. Da geht auch bestimmt irgendwas mit. Hm, vielleicht kommt das später noch, oder? Also aktuell lässt die sich gerade nicht anzünden, glaube ich zumindest. Ja gut, dann gehen wir ihr erstmal hinterher. Moin. Ich finde das schon witzig, dass man die alle so bashen kann. Oh, der hat ja geschossen. So, da ist auch noch einer. So. Da ist Feuerwerk. Ach so. Ich dachte, die muss ich anzünden. Die konnte ich aufessen. Ich hoffe, die kommt wieder. Auf jeden Fall kommen die Ninjas alle wieder. Kann ich damit... Ah, warte mal. Kann ich das da reinpacken? Nee. Aber... Ah, das sieht... Oh, fuck, was hab ich da angemacht? Aber es sieht echt so aus, als könnte ich da was reinpacken in die Kanone. Na gut, dann kriege ich schnell wieder hin. Vielleicht war das doch richtig. Nimm mal mit. Ich will das nochmal probieren. Kann ich das... Kann ich das da reinschießen? Das wäre eigentlich ziemlich geil. Nee, das geht tatsächlich nicht. Uah. Also irgendwas kann ich bestimmt damit einschmeißen. Hm. Ich nehme den mal mit. Den da. Okay, ich glaube, das war der richtige. Der war nämlich aus Metall. Boah, hier sind zu viele... Das ist sehr weitläufig. Das ist wieder so ein bisschen schwierig für mich. Okay. Ah! Für den brauche ich diese Rakete. Geh mal weg. Bombs, Bombs, Bombs. So, da drüben sind Sachen. Komme ich da hin? Ja, war zwar nicht so gedacht, aber ich komme hier hin, ja. Dann sammeln wir das zumindest schon mal ein. Komm, nimm das mit. Das Edelstein. Oh, ich habe keinen Sparks mehr, sehe ich gerade. Oh, da habe ich Tatsache getroffen. Na gut. Hier spawne ich wieder. Okay. Den hättest du gerne mal eben fressen können. Nimm das mal mit. Wo war das Ding? Achso, hier war das gar nicht. Boing. Also die Ninjas muss ich schon irgendwie umrennen anscheinend. Das ist, glaube ich, sicherer. Wo war das jetzt? Da. Okay. Boah, in alle Richtungen verteilt hier. Okay. So, alles einsammeln. Okay, haben wir. Den haben wir auch noch mit. Ich glaube, ich sollte ihn lieber nochmal kaputt machen. Okay, nochmal gibt's nichts für den, wir auch komisch... Oh! Anscheinend... Ach du Scheiße. Ich muss jeden mindestens einmal töten, damit ich weiß, ob der halt auch einen Edelstein verliert, ne? Ach, das weiß ich ja echt nicht, ob ich... Oh Gott, welchen hatte ich denn schon? Welchen hatte ich noch nicht, ne? Okay. Ich glaube, wir versuchen jetzt erstmal auf diesen Plattformen gleich lang zu springen. Okay. Das war ein kleiner versteckter Bereich hier anscheinend. Ist aber, ich dachte erst, das wäre so ein kleines Extra-Level, wie Sheila oder so. Oder vielleicht Bentley. Würde mich freuen, wenn wir Bentley jetzt öfter mal hätten, statt Sheila. Weil Sheila hat mir jetzt ja schon 3, 4 Level, ne? Ich glaube, die hat schon 3 Level nur für sich.
Okay. Oh, da brauche ich aber eine Rakete. Nehme ich mal eben eine mit. Also die bleiben dann teilweise doch weg, ne? Das ist komisch irgendwie. Weiß ich nicht. Kann ich nicht so ganz wechseln. Ach, fuck. Dann hole ich nochmal neu. Die fliegt anscheinend nicht zu weit. Dann nochmal das Ganze. Hopp. Oh. Bam. Oh. Das tat mir sogar weh. Das war jetzt nicht so schön. So. Bombs, Bombs, Bomb. Oh, der schießt ja. Da ist ein Ninja. Oh, ganz viele Ninjas.